Für einen guten Bekannten habe ich eine Kurzwaffe abgeholt, der sie dann bei mir einsammeln wird. Und ich hatte die Möglichkeit, diese Waffe mit seiner Erlaubnis soweit schon mal auch mal zu testen. Das heißt, ich habe den Jungfernflug hiermit machen dürfen. Was man eigentlich nicht macht, wenn es eine Waffe eines anderen ist, aber die weite Fahrt und das geblitzt werden, eine kleine Entschädigung dafür muss ich schon geben. Gell, mein Lieber? Ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. Und zwar geht es um eine Browning Buckmark Contour URX Stainless. Wir fangen mal ganz locker und flockig mit dem Thema Unboxing an. Oder besser an Futteralen. Geliefert wird diese Kurzwaffe in einem Futteral. Finde ich eigentlich sehr schön. Die meisten kommen in einem Koffer oder einer Pappschachtel. Dieses Ding kommt tatsächlich in einem vernünftigen, qualitativ höherwertigeren Futteral. So, neben der Pistole selber ist natürlich der übliche Papierkrieg dabei. Wir haben das übliche sinnfreie amerikanische Kabelschloss, das normal durch den Lauf gezogen wird. Ich glaube sogar, das ist potenziell ein bisschen zu dick, um es durch den. Oder es geht hier durch die Patrone. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Ami auf Deutsch Scheißdreckkram. Braucht kein Mensch. Kurze Bedienungsanleitung mit dabei. Und zwei Inbusschlüssel. Die Waffe selber ist in einer kleinen Plastiktüte nochmal eingepackt. Das legen wir mal alles ein bisschen beiseite und nehmen das Futteral als Unterlage. So, und zwar mit dabei ist ein 10-Schuss-Magazin. Wir haben eine komplett durchgehende Pickerschiene, verstellbare Mikrometervisierung, Matchkorn, vergoldeter Abzug und Gummigriffschal. UVP dieser Waffe liegt bei roundabout 699 Euro. Über IBAN, wie es der Besitzer der Waffe geschafft hat, kann man auch mal durchaus zum Leidwesen des Händlers einen richtig schönen Schnapper machen. Die Waffe liegt sehr gut in der Hand, die Griffschalen sind sehr griffig. Ich habe sie gestern schießen können, habe mal 70 Schuss gemacht mit älteren CCI-Patronen und muss ganz ehrlich sagen, sie schießt sich sehr schön. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, diese Waffe an sich wird euch vielleicht aus meinem Bestand durchaus ein bisschen bekannt vorkommen. Denn wenn ich hier meine FN International 2 einfach mal daneben lege, dann sehen wir durchaus diverse Parallelen dazu. Ich sage mal, unten das Griffstück ist weitestgehend identisch. Die Anordnung der Bedienelemente ist weitgehend identisch. Einzig Unterschied hierbei, der Verschlussfanghebel wie auch der Sicherungshebel bei der FN ist ein Tacken länger. Plus wir haben hier noch diesen Trainingsmodus, den haben wir hier bei der Buckmark nicht. Wir haben aber auch den vergoldeten Abzug. Was wir bei der FN gegenüber der Buckmark auch haben, ist hier hinten Einstellung des Abzugsgewichts, intern über eine Madenschraube die Einstellung des Vorzugwerkes des Abzugs. Das heißt, hier haben wir tatsächlich einen voll einstellbaren Abzug, was wir hier bei der Buckmark in dem Moment nicht haben. Aber der Abzug bei dieser hier ist von Hause aus schon ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe gestern mal 70 Schuss gemacht. Ihr seht die gleichen Einspieler. Leider hat meine Kameraleuchte nach der ersten Serie den Geist aufgegeben, sodass die zweite Serie ein bisschen dunkler da ist. Trotzdem hoffe ich, dass ihr es ein bisschen genießen könnt, wie ich ein paar Schuss mit diesem Teil hier aus 25 Meter gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ab Werk haben sie die Visierung nicht nennenswert gut eingestellt. Die ist extrem tief eingestellt, sodass ich sag mal, auf 25 Meter Fleck angehalten und ich war ziemlich südwärts. Selbst aus der kürzeren Distanz war ich ziemlich südwärts. Aber ich werde auch einen Teufel tun und die Waffe jetzt über die Visierung irgendwie einstellen, weil das wird sowieso nicht auf meine Augen entsprechend passen. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr schöne, ausgewogene KK-Waffe. Sie liegt sehr gut in der Hand, sie schießt sich sehr schön. Der Abzug ist out of the box, finde ich persönlich ziemlich gut. Ich sag mal, es gibt immer höher, weiter, schneller, besser. Aber ich finde ihn
sehr gut gelungen. Ich hatte versucht, ein Video aufzuzeichnen von diesem Gerät, wie die Waffe halt zerlegt wird, und ich bin kläglich gescheitert, und das werde ich dann auch dem Eigentümer, Besitzer dieser Waffe dann selbst überlassen. Ich werde das nicht tun. Von der Erklärung her kann ich es aber sagen, sie wird vergleichbar wie die FN auseinandergenommen, aber wir haben hier oben die Pickerschiene, die muss über diese drei Imbusschrauben erstmal komplett gelöst werden. So, und diese Dinge sind schon mal pickelfest. So, habe ich den hier unten, dann kann ich wohl hier unten drunter die Verschlussfangfeder herausnehmen. Wenn ich den Lauf dann durch eine Madenschraube hier vorne entfernt habe, kann ich den Lauf abnehmen, kann den Schlitten abnehmen und dann kann ich auch innen drin reinigen. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn wir sie mal öffnen, das ist ja noch alles ziemlich saugend, kommen wir sehr, sehr gut an die Innereien dran. Wir sehen hier oben diese Stange, wo die Feder auch entlang läuft. Aber man kommt mit einem Lappen sehr gut ja eigentlich innen drin rein, dass man sie jetzt nicht so häufig tatsächlich komplett auseinandernehmen müsste. Was ich in diesem Zustand durchaus empfehlen kann zum Saubermachen, wäre der Niebling Bohrblitz. Der geht hervorragend durch, habe ich schon probiert, um also das Werksfett, Werksöl rauszuholen. Und ging sehr gut durch und hat den Lauf sehr gut gereinigt, nur so nebenbei. Da will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Gucken der kurzen Sequenzen, wie ich dieses Gerät hier ein bisschen geschossen habe. In diesem Sinn, macht's gut!